Welche Aktienrendite ist denn eigentlich realistisch? Das ist eine Frage, die viele Aktionäre natürlich brennend beschäftigt. Denn macht es denn eigentlich Sinn, in Aktien zu investieren? Habe ich davon auch wirklich deutlich mehr Rendite als von anderen Anlageformen? Oder tue ich mir das Ganze auf und ab mit den Aktienkursen und alles, was damit verbunden ist, an, ohne einen wirklich deutlich höheren Mehrwert davon zu haben? Ich habe den Eindruck, bei der Frage nach der realistischen Aktienrendite kommt es darauf an, wen man fragt. Das ist so ähnlich wie beim Fischerlatein. Wenn ein Fischer den anderen fragt, sag mal, wie groß war dein Fisch, den du letzthin gefangen hast? Also, ich habe so ein Ding, so ein Kaliber gefangen. Und der andere sagt, ja, wo hast du denn den rausgezogen? Ja, du weißt doch, da wo wir immer fischen, da gibt es doch gar keine so groß, die habe ich ja selber eingesetzt. Naja, aber so groß war er schon. Und so ähnlich ist es auch mit den Aktienrenditen. Ich glaube, da lügt einer den anderen ab und zu mal durchaus an. Da gibt es die einen, die Daytrader. Die sind fest davon überzeugt, dass sie mit einem Kapital von 50 oder 100.000 Euro davon leben können, dass sie es Jahr für Jahr schaffen, eben solche 50 oder 100.000 Euro damit zu erzielen. Und das bedeutet natürlich jährliche Renditen von 100, 200% und mehr. Und dann gibt es die anderen, die der Meinung sind, mit Aktien kannst du nur Geld verlieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, was ist realistisch? Ich bin ein Mensch, ich will immer auf der Sache auf den Grund gehen. Ich glaube nicht alles, was in der Zeitung steht oder was irgendjemand mal sagt. Oder eben solche Daytrader, die von so extrem hohen Erwartungen ausgehen. Denn das muss ja alles erwirtschaftet werden. Da müssen ja wirtschaftliche Grundlagen dahinter stecken und wirtschaftliche Zusammenhänge, um entsprechende Renditen langfristig auch wirklich solide und realistisch erzielen zu können. Natürlich wird es immer Menschen geben, die fest davon überzeugt sind, dass sie die Spielbank sprengen können. Aber von solchen Strategien halte ich mich fern. Ich will soliden Vermögensaufbau. Ich will, dass ich auch in 10, 20 und ja, mehr Jahren, solange ich lebe, auch weiterhin realistisch planen kann und von meinen Dividendenerträgen, von denen ich jetzt schon seit vielen Jahren lebe, auch weiterhin leben kann. Das muss fundiert sein. Das darf kein Zufall sein oder keine extrem hohe Rendite, die man sicher auch mal mit Glück erzielen kann. Ich will es solide haben und damit fundiert. Also, was ist realistisch? Da kann man eins machen, das ganz einfach ist. Einfach mal nachschauen, welche Renditen mit Aktien die letzten Jahre denn so erzielt wurden. Was ist denn Tatsache? Und da hat beispielsweise das Deutsche Aktieninstitut ein Rendite-Dreieck entwickelt, in dem es Jahr für Jahr die mit Aktien verbundenen Renditen aufschreibt. Also, es wird so getan, als würde man am Jahresanfang Aktien kaufen und bis zum Jahresende halten. Und dann sieht man, welche Rendite in diesem Jahr damit zu erzielen gewesen wäre. Und das haben die gemacht über 50 Jahre zurück, mittlerweile sogar mehr als 50 Jahre, für die gängigen Aktienindizes. Und da kommt heraus, langfristig gesehen pendelt sich die Aktienrendite auf eine Bandbreite von 8-9% pro Jahr ein. Wenn man nur ein Jahr anlegt, dann hat man eine enorm große Spanne. Das kann wirklich reichen von plus 80% und mehr bis zu minus 50%. Da sind die Zocker aktiv. Da sind die aktiv, die sagen, ich will aber jedes Jahr so unglaublich hohe Renditen. Wenn man länger anlegt, dann wird diese Bandbreite Jahr für Jahr deutlich geringer. Und am Ende, also so ab 20, 30 Jahren, wird es immer noch schmäler und läuft auf diese 8 bis 9% zu. Das kann sich jeder downloaden, kostenlos,
auf der Seite von www, auf der Homepage des Deutschen Aktieninstituts, www.dai.de für die gängigen Aktienindizes. Wer es nicht glaubt, kann es auch selber nachrechnen. Einfach Indexstände nehmen vom Ende des Jahres und vergleichen mit dem Anfang des Jahres und dann mal für einige Jahre zurücklegen. Und dann kommt man auch, je länger man den Zeitraum nimmt, auf solche durchschnittlichen Zahlen. 8-9%, 8% Rendite, das bedeutet eine Verdoppelung innerhalb von 10 Jahren. Das macht schon was aus. Ich habe es mal ausgerechnet. Was ist denn dann so mit 8% erzielbar, wenn man 10.000 Euro nimmt und die mal über 50 Jahre anlegt, also einen wirklich langfristigen Zeitraum, dann wären damit eine knappe 500.000 rausgekommen. 10.000 Euro mit 8% Rendite, durchschnittliche Aktienrendite, ohne Strategie, über 50 Jahre. So. Und das ist genau die Rendite, die ich mindestens erreichen will. Denn ich habe eine Strategie, ich mache mir mehr Arbeit, ich bewerte Unternehmen, ich will günstig kaufen. Antizyklisch, das ist meine Strategie. Also günstigere Kurse als der Durchschnitt. Und damit sollten natürlich auch höhere Renditen erreichbar sein. Über die Jahre habe ich das auch immer wieder geschafft. Also ich habe es mal mit 12% durchgerechnet. 10.000 Euro über 50 Jahre mit 12% pro Jahr Rendite. Und da sind es dann schon nicht mehr knapp eine 500.000, sondern knapp 3 Millionen. Also das ist ein gigantischer Zuwachs. Jetzt muss man aber auch sehen, dass der Unterschied zwischen 8% und 12% ein gewaltiger ist. Da muss man psychisch schon sehr, sehr stark sein und bei antizyklischer Strategie auch wirklich dann kaufen, wenn es richtig wehtut. Wenn alle sagen, Hände weg, das wird nur noch schlimmer. Oder eben Unternehmen kaufen, die auch immer wieder Hochs und Tiefs erleiden und bei den Tiefs dann auch wirklich zuschlagen. Also, dann habe ich es noch ausgerechnet mit 2%. Das ist Inflationsausgleich und nicht mal den erreicht man ja, wenn man das Geld auf dem Bankkonto liegen lässt. 2%, das ist so etwa die langfristige Inflationsrate. Wieder 10.000 Euro mit 2% über 50 Jahren, dann wären daraus 26.000 Euro geworden. Und da sieht man mal diese Unterschiede. 26.000 Euro Inflationsausgleich, knapp eine 500.000 mit der durchschnittlichen Aktienrendite ohne Strategie und knapp 3 Millionen mit 12%. Also mit einer fundierten Strategie, die man dann aber auch durchziehen muss. Und da muss man schon einiges dafür tun und gefestigt sein. Man kann ja auch eine dazwischenliegende Rendite im Schnitt haben. Auch das sind tolle Renditen über die Jahre. Auch da ist man deutlich höher als mit anderen Anlageformen. Warum ist das denn eigentlich so? Warum erzielt man denn so 8-9% Rendite durchschnittlich pro Jahr mit Aktien ohne Strategie? Das muss ja wirtschaftliche Hintergründe haben. Auch darüber habe ich mir länger schon Gedanken gemacht und bin auf ein paar Punkte gekommen, warum das so ist. Zum einen gibt es ja das weltweite Wirtschaftswachstum und das beträgt im Schnitt 3-5%. Da ist also inkludiert Amerika, Europa, Asien über einen langen Zeitraum. Bei Boomphasen durchaus mehr, bei Krisenphasen so wie jetzt natürlich weniger, aber im Schnitt 3-5%. Das bedeutet also Unternehmen, die ganz normal mitwachsen mit diesem Wirtschaftswachstum, wachsen Jahr für Jahr so um die 3-5%, jetzt nehmen wir mal 4%. Und wenn diese Unternehmen die Kosten im Griff haben, dann steigen die Gewinne auch um diese 4% pro Jahr. Das ist ja, was dahinter steckt bei der Aktienrendite. Die Gewinnsteigerung, das ist ja das Fundierte. Darauf kann man sich dann auch verlassen. So, und dann kommt dazu die Produktivitätsrate, also Produktivitätssteigerungen. Das heißt also, alles, was Forschung, Entwicklung heraus hervorbringt, was Sinn macht, wird ja in Unternehmen umgesetzt. Und das spart letztlich Kosten. Und das beträgt eben diese Kostensenkung pro Jahr im Schnitt 2-3%. Das ist also beispielsweise Digitalisierung,
alles, was an Wissen neu hinzukommt, das geht ja immer schneller. Das Wissen verdoppelt sich ja in immer kürzeren Zeiträumen. Und das bewirkt eben solche Produktivitätssteigerungen. Und diese Kostensenkungen, die damit verbunden sind, bedeuten natürlich wieder Gewinnsteigerungen. Jetzt sind wir schon mit 4% durchs Wirtschaftswachstum, etwa 2%, ich bin immer vorsichtig, durch durchschnittliche Produktivitätssteigerungen. Ja, und dann kommen auch die Preissteigerungen hinzu, die die Unternehmen an die Kunden weitergeben. Das ist nichts anderes letztlich als die Inflationsrate. Und die betragen eben auch im Schnitt so um die 2%. Und damit sind wir bei diesen sagenumwobenen 8%. Es ist also keine Geheimwissenschaft, es sind ganz normale wirtschaftliche Zusammenhänge, die dahinter stecken. Und das ist auch immer meine Beruhigung, dass ich weiß, das ist kein Hokuspokus. Damit kann man rechnen, darauf kann man sich verlassen. Und wenn man dann eine Strategie nimmt, die funktioniert, die Sinn macht und damit auch Unternehmen bewertet, dann kann man oder sollte man natürlich höhere Renditen erwarten. Jetzt gibt es natürlich viele Anleger und viele Menschen, die sagen, ja, aber selbst die Profis unter den Vermögensverwaltern, unter den Fondsmanagern, die aktive Fonds managen, die also versuchen, solche Überrenditen zu erzielen, die schaffen es nur in seltenen Fällen. Die meisten scheitern daran, erwirtschaften nicht mal die durchschnittliche Rendite. Warum also dann eine Strategie und nicht einfach immer wieder im Zeitablauf kaufen und durchschnittliche Renditen erwarten? Ja, das stimmt wohl. Nur wenige Fondsmanager, aktive, schaffen es wirklich, über viele Jahre hinweg den Durchschnitt zu schlagen. Das liegt aber an zwei Gründen. Zum einen haben die hohe Kosten, die wollen natürlich entsprechend hohe Gehälter erzielen und haben entsprechendes Personal und Sachaufwendungen. Und zum zweiten werden die Jahr für Jahr gerötet. Sie werden also verglichen mit dem Durchschnitt und mit den Besten und mit dem Schwächsten. Und da will keiner am Ende der Liste landen, weil dann ist sein Job in Gefahr. Also versuchen die meisten, den größten Anteil dieses Geldes, das sie verwalten, ähnlich wie der Durchschnitt, wie die durchschnittlichen Entwicklungen anzulegen. Und nur mit einem relativ kleinen Teil eine eigene Strategie zu verfolgen, beispielsweise antizyklisch. Und dieser relativ kleine Teil reicht dann meistens nicht aus, um eine Überrendite zu erzielen, weil es ihre Kosten sind, die davon abgezogen werden müssen. Und dieses Problem habe ich nicht. Ich habe keine Kosten. Ja, ich verwende Zeit, das ist meine Zeit, die verwende ich aber gern, weil es mein Hobby ist, weil ich es eh machen würde, weil es meine Leidenschaft ist. Aber ich muss keine zusätzlichen Kosten haben. Und der zweite Punkt, ich werde nie gerettet oder geurteilt. Es ist ja meine Strategie, es ist ja mein Geld. Ich lege ausschließlich mein Geld an. Und da ist es mir vollkommen egal, ob ich mal ein paar Jahre völlig neben der durchschnittlichen Entwicklung lege und dann wieder über andere Jahre deutlich drüber. Mir ist nur wichtig, dass ich meine eigenen Ziele erreiche und nicht die ständigen Vergleiche mit irgendwelchen Indizes. Denn da gibt es ja auch so viele und die weichen ja auch voneinander ab. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Also ich habe beide Probleme nicht und kann dadurch wirklich mit einer fundierten Strategie höhere Renditen erzielen. Ja, und dann kommt man eben auf solche durchschnittlichen Renditen, bei denen es wirklich Spaß macht, bei denen das Vermögen wirklich im Lauf der Jahre deutlich mehr wird. Und eben nicht aus Hokuspokus, sondern aus fundamentalen Gründen. Wie ist es denn bei Ihnen? Welche durchschnittlichen Renditen schaffen Sie denn über die Jahre? Gehören Sie zu den Daytradern, die sagen, ich schaff's, ich packe jedes Jahr eben 100, 200%, weil meine Strategie so super ist und so toll ist, und so sicher ist, ich kann wirklich die Spielbank knacken. Oder haben Sie auch ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht? Oder gehören Sie zur dritten Gruppe, die sagen, also Aktien,
da ist es der Aufwand nicht wert, denn letztlich erreicht man damit kaum höhere Renditen als mit anderen Anlageformen. Schreiben Sie es mir in die Kommentare, mich würde es interessieren, andere können davon zusätzlich profitieren. Und wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like geben. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, denn so können mehr Menschen von soliden Aktieninvestitionen profitieren. Und wenn Sie künftig kein Video mehr verpassen wollen, dann macht es Sinn, meinen Kanal zu abonnieren.